Moin Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge in Sachen Minecraft Let's Play mit meiner Wenigkeit. Und in dieser Folge gucken wir mal, was wir denn hier alles so hinbekommen. Ne? Letzte Folge hatten wir tatsächlich nur unseren Spot hier gefunden, wo wir sagen, ja, hier können wir gut unser Zuhause aufbauen. Und ja, in dieser Folge würde ich sagen, erkunden wir mal unsere kleine Ebene hier, unseren Berg, wo wir uns zu Hause fühlen. Und gucken mal, ob wir vielleicht sogar ein, zwei Tiere schon einfangen können, denn hier irgendwo waren ja Tiere, das meine ich mich noch zu erinnern. Und ja, Tiere zu haben ist ja eigentlich nicht schlecht. So, dafür müsste aber auch hier mal unsere Weizen mal ein bisschen weiter wachsen, würde ich sagen. So, aber egal, gucken wir erstmal hier, was denn so generell möglich ist. Wie groß ist denn hier eigentlich unser Berg? Oh, guck mal, Schwein, da ist ein Schwein. Habe ich was zum Anlocken fürs Schwein? Ich glaube nicht, ne? Ich meine natürlich, ein Schaf. Okay, ein Schaf ist schon mal was Gutes. Unser Berg scheint aber auch eigentlich ganz groß zu sein. Also wir haben theoretisch hier sehr, sehr viel Space. Da ist ein Schneegebiet. Nice. Schneemänner und so. Okay. Gut, Schwein. Ein Schaf. Noch ein zweites Schaf. Oh, da war eine Biene. War da eine Biene? Ja, da ist eine Biene. Da ist eine Biene. Da ist eine Biene. Das bedeutet, da unten könnte auch theoretisch auch ein Bienennest sein. Ach, das ist doch perfekt. Okay. Okay, der Spot scheint ganz gut zu sein. Da wir aber jetzt noch warten müssen, bis unser Weizen wächst, mit wenigstens das eine Schaf, hoffen, dass wir irgendwo noch ein zweites Schaf finden, einfangen können, würde ich sagen, dass wir hier erstmal, schöner Sonnenuntergang, erstmal minen gehen, denn uns fehlen natürlich auch Ressourcen. Ist nicht irgendwie Kohle oder so, aber vor allem Eisen, ne? Weil wir müssen auch mal Sachen irgendwie abbauen können. Ein Eimer wäre auch ganz praktisch. Ihr wisst, was ich meine. So. Erstmal hier ein bisschen futtern. Und dann mache ich mir ein paar Steinspitzhacken und ich würde sagen, dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Eisen farmen können. Und hoffen, bis dahin mal die Sachen alle gewachsen sind, die ich angepflanzt habe. So, wir können uns zwei Teile machen. Das dürfte reichen. So, was wir nicht brauchen, tun wir mal hier in die Kiste rein. Nicht, dass wir ohne dich Zeug hier verlieren. So, Kürbis tun wir auch mal hier rein. Gut, Essen soll ich mitnehmen. Bisschen Erde, ja komm Erde, falls wir irgendwie uns bauen müssen. Zuckerrohr brauchen wir jetzt nicht, okay. Ja gut, Fackel, nehme ich mal so mit. Dann würde ich sagen, bevor die Monster kommen, bauen wir uns erstmal irgendwo hin. So, ich würde mal sagen, wir gehen hier runter. Klingt nach einem guten Tag. So. Also mein Ziel ist es jetzt hier natürlich erstmal Eisen zu finden. Kohle ist auch nicht schlecht, aber Eisen ist erstmal unser Primärziel. Und unser eigentliches Primärziel ist ja, dass unser Weizen wächst, damit wir uns das Schaf sichern können. Das schöne Schaf. Dann haben wir auch erstmal ein bisschen Wolle. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wofür ich jetzt die Wolle noch verwenden möchte. Denn ein Bett habe ich ja schon, wenn man es genau nimmt. Ne? Egal. So. Ah ja, und das Praktische ist, wenn wir Eisen haben, können wir uns auch ein Schild bauen. Damit bin ich schon etwas geschützter unterwegs. Ne? Denn, wie gesagt, ich will ja eigentlich in dieser Welt nicht so oft sterben. Denn die Kill- bzw. die Todesanzahl liegt ja gerade bei 0. Und ich hoffe, dass es in dieser Folge auch dabei bleibt. Denn, ja, Tode sind blöd. Um es mal so zu sagen. Ne? Richtige Pro-Gamer schaffen es auch ohne einmal zu sterben. Ne? Egal, graben wir uns erstmal hier runter. Aber bisher haben wir noch nichts gefunden. Das ist ein bisschen unlucky, würde ich sagen. Hallo? Rohstoffe? Rohstoffe? Keine Rohstoffe hier. Ah ja. Also wenn wir es jetzt komplett runterbauen, ohne irgendwie zufällig... ich wollte schon sagen. Also wenigstens Kohle, ja. Aber wo Kohle ist, ist auch manchmal auch ein bisschen Eisen. Deswegen bauen wir das Ganze hier mal komplett ab. Und gucken mal, ob wir irgendwas hier Interessantes finden. So. Es scheint ja eine ganz große Kohleader hier zu sein. Ist schon mal ganz gut. Aber wie gesagt, ich brauche Eisen, Leute. Eisen, nicht Kohle. Ich meine, Kohle könnte ich mir auch selbst herstellen mit Holz. Ne? Deswegen, also Kohle ist tatsächlich so, okay, nice to have, kann man mal mitnehmen. Ne? Ich meine, es bringt ja auch gut XP, ich bin ja schon Level 6, aber ich wollte Eisen. Mann, ey, egal, komm. So, hier geht's jetzt weiter. Egal, gehen wir mal weiter. Also bisher haben wir eine Kohleader gefunden, noch kein Eisen. Aber vielleicht stoßen wir auch auf eine Höhle. Das wäre gut. Das wäre sehr gut. Auch wenn ich sagen muss, dass wiederum eine Höhle wahrscheinlich sehr viele Monster sind und ich keine Rüstung habe, kein Schild oder sonst irgendwas. Und das wäre wiederum ein bisschen unpraktisch. Aber egal, kriegen wir schon hin. Ich glaube fest dran. Okay,
Ich glaube ein bisschen dran. Ich will jetzt nicht hier lügen, ne? So. Wir müssen ja schon relativ tief sein. So. Ja, aber diese. Ach, wie heißt der Stein hier nochmal? Hier, Granit, ja. Gut, hätte man auch drauf kommen können, ne? Granit ist eigentlich auch immer ein schöner Baustoff für irgendwelche Häuser. Ich meine, wir müssen uns auch bald mal ein Haus bauen. Aber ohne Rohstoffe geht das natürlich nicht, ne? Deswegen gehen wir jetzt zuerst mal rein und hoffen, dass wir auch mal Eisen finden. Dann gehen wir. Oh, schön Spinnen. Habt ihr das auch gehört? Schön Spinnen. Hier irgendwo in der Nähe. Ich glaube, da lang ist eine Höhle. Ich glaube, ich baue mich mal gleich zur Spinne. Weil eine Höhle bedeutet ja immer gute Ressourcen. So. Aber weiß, vielleicht haben wir auch Glück. Für die Spinne dann näher. Die Spinne kommt aber nicht da von oben, ne? Nee. Jetzt belastend. Hier ist irgendwo eine Spinne. Okay, ich erstmal mit vollem Herzen habe. Nicht, dass mich die Spinne gleich hier angreift und ich too low bin gerade. Ist ja ein bisschen belastend. Die Spinne ist aber hier ganz in der Nähe. Da hier irgendwo ist die Höhle. Ich höre das. Die kommt immer näher. Wo ist die Spinne? Kennt ihr das, Leute? Wenn ihr gerade so am Einschlafen seid und dann so eine Mücke, Spinne oder sonst irgendwas sieht im Zimmer. Und ihr dann kurz wegschaut und wieder hinschaut und das Viech einfach weg ist und ihr dann einfach mit schlafen könnt. Genau das ist sie gerade. Ich höre das Viech, ich sehe es aber nicht. Ich kann jetzt nicht mehr schlafen gehen. Ich glaube, es sind sogar zwei Spinnen, die ich höre, ne? Egal. Ja, also ich glaube hier echt ein Umkreis von 5 Blöcken jetzt in die Höhle. Oder die Spinne kann durch Wände gehen. Das wäre mir aber neu. Das wäre mir aber richtig neu. Egal. Erstmal hier schon Granit. Haben wir erstmal auch schön Baustoff, um es mal so zu sagen. Das sind aber mehrere Spinnen hier, ne? Boah, ich hoffe nicht, dass es diese Höhlenspinnen sind, ne? Die nur also einen Block groß sind. Dann habe ich ein Problem. Dann habe ich ein richtiges Problem, Leute. Egal, setzen wir uns erstmal hier eine Fackel, bevor hier uns ein Monster mitten rein spawnt, falls da wirklich unten ein Spawner ist, was ich jetzt nicht hoffe. Was wiederum cool ist, weil da kann man sich später mal eine XP-Farm bauen. Aber gerade in meinen Zustand unpraktisch. So. Egal. Gucken wir mal, wie wir das Ganze hier gebacken bekommen. Oh, dieses Spiel macht mich nervös, ey. Wirklich. Egal, so, jetzt habe ich alles abgebaut, was ich abbauen wollte. Und jetzt, ich würde sagen, es ist da lang. Sagen, es ist da lang oder ein bisschen nach unten. Hier irgendwo. Nee. Hier irgendwo ist eine Höhle. Ich weiß das. Zeig dich. Ich höre euch doch. Wo seid ihr? Ihr macht mich verrückt. Okay, ist vielleicht auch im Umkreis von mehreren als 5 Blöcke. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Scheiße! Oh, Scheiße, ey. Bin ich ein Angsthase hier gerade. Ich höre Spinnen. Ich höre Spinnen. Wo seid ihr? Da seid ihr doch etwas weiter nach unten. Oder nach oben? Okay. So. Ne, die Geräusche werden da leiser. So, jetzt bleibe ich nur noch da. Ja, das ist doch. Ah. Ja, erstmal hier essen. Ich mag keine Spinnen. Außer wenn die so klein sind, dann geht das eigentlich, aber sonst bin ich eigentlich nicht so krass der Spinnenfreund. So. Obwohl man eigentlich überlegen müsste, man ist eigentlich so 100-mal größer als eine Spinne, aber man hat nur trotzdem Respekt vor einer Spinne, wenn jemand ein bisschen größer ist. Können wir hier einen Feuerstein? Dann können wir uns auch Feuer machen. Ja. Feuer, Feuer, Feuer. Ja, da ist ein Feuerstein. Sehr gut. Aber Spinnengeräusche sind wieder leiser geworden. Okay, wenn ich das straight nach oben baue, ist da die Spinnen von unten, von oben runterkommen. Ne, kommen sie nicht, okay. Wo seid ihr denn? Ist doch lächerlich. Ich höre euch. Ich finde euch aber nicht. Das ist doch zu verrückt werden hier.
Minecraft prankt mich gerade hier. Ich höre sogar das Wasser. Ja, nur reine Vorsichtsausnahme. Einfach mal die Erde nehmen an Spitzhacke, falls ich mich zubauen muss. So, ich höre das immer noch. Ich sehe es aber nicht. Ah, wir haben Eisen, Leute. Okay, wir haben Eisen. Wenn jetzt die Spinnen aber dahinter sind, dann ist das richtige Prank. Sieht aber gut aus. Sieht gut aus. Okay, wir haben Eisen, Leute. Wir können uns auf jeden Fall einen Eimer, eine Schere und ein Schild machen. Okay. Wir haben es gefunden, Wir haben es gefunden, Leute. Da das hier tatsächlich also ein Stollen ist, hey, ganz praktisch so unter mein Haus, sind das wahrscheinlich Höhlenspinnen. Das wäre wiederum nicht so gut. Okay. Mal kurz reinspinksen. Okay, die scheinen nicht hier zu sein. Okay. Jetzt hier mal zu. Ja, den nehmen wir auch mit. Ich glaube, das ist so eine gute Idee, wenn ich jetzt hier schon rumgeistere. Man sieht aber gar nichts hier. Na gut, ich würde sagen, das Thema muss mal für eine andere Folge auf. Ich glaube, dafür bin ich gerade noch zu umgerüstet. Aber egal, wir haben es gefunden. Wir haben tatsächlich hier einen Minenschacht. Das ist sehr cool. Habe mich zwar kreuz und quer gebaut. Mein Spinnen scheint da drüber zu sein, ne? Ja, egal, da gehe ich nicht hin. Nicht jetzt. So. Aber schön, freut mich. Würde sagen, dann baue ich mal die Fackel hier ab. Und ja, dann plante ich mal hier hin, dass ich weiß, dass es da lang geht. Und jetzt muss ich mich da wieder hochbauen. So. So. Genau, ich würde sagen, das reicht erstmal. So. Ah, guck mal, wir haben Tag. Da kommt so kommt der erste Sonnenstrahl. Vielleicht haben wir es so lange gebraucht, dass es sogar möglich ist, dass jetzt alles gewachsen ist. Das wäre nice. So, egal. Wir haben eine Höhle, wir haben Eisen. Ich bin zufrieden. Es war ein bisschen erschrocken, aber ich bin zufrieden. So, unser Weizen. Na, es dauert noch ein bisschen, egal. So, als erstes brauchen wir hier erstmal natürlich einen Ofen. So. Oh, wir haben sogar 8 Eisen gefunden. Das ist ja, passt ja mal richtig hier. Ich bin begeistert. So, ich würde mal sagen, wir machen uns erstmal ein paar Fackeln hier.